Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Vanishing of Ethan Carter. Wir sind bei einer Mine. Ich vermute, das sind die Tunnel beim Tor. Und das hier war das Tor, was der Junge gemeint hat. Was mich ein bisschen stutzig macht momentan, ist diese komische Milchige, was irgendwie entstanden ist. Ich habe allmählich eine Befürchtung, dass das irgendwie ein Bug ist. Weil sobald ich da oben zu dem... Das ist halt diese Geistersicht, die ich mache, wenn ich irgendwas untersuchen will oder so. Die haben ja irgendwas davon gestern erzählt, wo das Spiel rauskommen sollte, dass die irgendwelchen komischen Bug entdeckt haben. Und ja genau, hier war ich gewesen und dann ist das verschwunden. Jetzt verschwindet es nicht mehr. Gehen wir nach oben. Ja, und nicht, dass das der ist. Das müsste ich mal in den Foren googeln. Ich hoffe, dass dem nicht so ist. Oder dass da sehr schnell ein Patch kommt. Ich will es dann natürlich zu weit das Spiel spielen. Das wäre ja auch doof. Aber ehrlich gesagt will ich wissen, wie es weitergeht. Das ist schon sehr ärgerlich alles. Ja, das sieht echt komisch aus. Und es ist überall so. Deswegen, also eben bin ich einfach ein Stück weggerannt und dann ist alles wieder normal geworden. Es könnte auch sein, dass es einfach nur der Sonnenuntergang irgendwie ist, aber es sieht so komisch aus. Das sieht echt komisch aus. Weil das Spiel sieht so nicht mehr so schön aus wie vorher. Das ist einfach so. Dass ich hier noch weiter untersuchen kann, ist auch sehr seltsam. Los, runter. Also hier lag die Schere drauf, die ich schon längst weggegeben habe. Da ich nicht speichern und laden kann, wäre das schlimm, wenn das ganze Spiel jetzt weiter so aussehen tut. Was ist das? Da ist irgendwas am Laden rechts unten. Da ist der Geier. Ich hoffe, dass das gleich wieder verschwindet. Okay, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Also das müsste die Mine sein und die Tunnel. Das da hinten war das Tor, wovon er gesprochen hat. Also der Ethan. Ja, da kann ich auch gar keine Punktabzüge geben, weil ich erstmal nicht weiß. I feel two kinds of darkness here in Red Creek Valley. The first you walked into and, with any luck, walked out of. But the other darkness was deeper, stickier, unknowable. And it wanted me to leave. Mhm. Sterben wir hier, wenn wir da reingehen? Nö. Wir sind unsterblich, wie es aussieht. Wenn wir hier rennen, können wir auch nicht. Wir können hier nur durchfahren. Was wir noch versuchen könnten, wäre einmal verlassen und neu starten. Letzten Auto speichern, wann war das denn? Gute Frage, nächste Frage.
Ja, so sollte das Spiel eigentlich aussehen. Genau so sollte das aussehen. Ist die Frage, wann war der Speichersprung? Haben wir das da hinten erledigt? Falls nicht, mache ich das nochmal alleine. Wichtig ist uns, dass wir jetzt hier in dieser schönen Grafik weitermachen. Also, falls ihr den Fehler habt, man kommt auf jeden Fall mit raus, indem man einfach beendet und neu startet den letzten Kontrollpunkt. Ich hoffe, dass das nicht jetzt gleich schon wiederkommt. Ja, also man sieht hier, es sieht natürlich viel schöner jetzt aus, aber man sieht auch viel weniger, ne? Da kommt schnellstmöglich ein I Bug, could also feel two kinds of darkness kennen here wir in schon. Red Creek Valley. The first you walked into, and with any Guckt euch luck, mal an, wie das aussieht. Walked out of. Das ist ja voll grün hier, But the other gelblich. darkness was deeper, stickier, unknowable, and it wanted me to leave. Also, das ist schon sehr seltsam, dass das nicht verschwindet. Ich glaube, das hat was damit zu tun, wenn wir dieses Visualisieren machen. Und die Reihenfolge zusammenlegen wollen. Kann das sein? Okay, was nun? Da hinten blinkt irgendwas. Da ist nur Finsternis. Gehen wir erstmal in die Finsternis. Hier geht's nicht weiter. Folge dem Licht. Hinaus aus der Finsternis. Oh, hier geht's irgendwo rein. Okay, das verlockt mich jetzt natürlich, aber geht's nirgendwo hin. Hätte ich diesen Grafikglitch oder Bug oder was auch immer das da gewesen ist, ausnutzen können, hätte ich hier drin Licht gehabt. Infrarot. Ah, da ist Licht. Da hinten ist auch Licht. Gehen wir mal hier rein. Oha, hier geht's irgendwo runter. Mein Gott, das geht aber tief. Was haben die denn hier abgebaut? Okay, ändert sich. Auch leichte Stimmen. Ach du Jemine. Sind wir hier schon bei irgendeinem Bug? Nicht Bug, bei irgendeinem Rätsel, weil es geht immer weiter runter. Scheint's. Ah, nee, doch, hier endet es. Ich wollte gerade schon sagen, es geht ja immer weiter. Siehst du diese Warnung? Geh nicht weiter. Siehst du diese Warnung? Ist unser Ritual fehlgeschlagen? Siehst du diese Warnung? Bleibt dem Seemonster-Tor verschlossen. Bleibt das Seemonster-Tor verschlossen. Was für ein Seemonster? Aha. Oh, wer bist du? Boah, oh, jetzt habe ich mir schreckt. Du blödes Mistvieh. Ah, und ich konnte nichts machen. Okay. Bist du das Seemonster? Siehst du die Warnung? Geh nicht weiter. Siehst du die Warnung? Ist unser Ritual fehlgeschlagen. Siehst du die Warnung? Bleibt das Seemonster-Tor verschlossen. Ach du Jemini, du Mistvieh. Okay, der darf mich nicht. Ah, was ist das denn hier? Aha.
Wir sind hier bei dem X. Ist das korrekt? Und wir müssen jetzt einen Weg irgendwo hin finden. Das sollte ich mir eigentlich mal aufzeichnen, ne? Okay, wir werden erstmal... Schade, dass ich hier keinen Cursor zeigen kann. Wir gehen jetzt hier da rechts unten entlang. Dann werde ich versuchen... Das Monster ist ja hier in der unteren Nische. Wegzurennen, hier einen Bogen zu machen, um das halbwegs zu erkunden. Und wir müssen wahrscheinlich in den Hauptraum da oben rein. Aber ich mache eine Kurve, weil ich sehen will, ob da irgendwo was ist. Und ich hoffe, ich erschrecke mich diesmal nicht so sehr. Das Monster ist weg. Was zur Hölle? Das Monster ist weg. Es kommt immer wieder an einer anderen Stelle jetzt. Ah, damit ich mich auch ja erschrecke. Gott. Ich liebe es. Super. Was? 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 Hä? Ah? Du Kacke. Du Kacke. Duck dich. Okay, wo auch immer der hin ist. Sind wir da? Da ist nichts mehr. Kann man überhaupt wegrennen vor ihm? Ich hoffe es. Hey, wer bist du? Hoch. Ich gehe jetzt hier systematisch weiter. Aber das war schon jemand, der länger tot ist, so wie das aussah. Ich vermute irgendeiner der Minenarbeiter. Was? Kommst du hier lang? Du gehst irgendwo anders lang. Hinten bewegt er sich. Gehen wir hier lang. Halt, lag da was? Nein. Sah nur so aus. Da liegt wieder einer. Okay, ich glaube, ich muss mehrere davon irgendwie finden hier. Wahrscheinlich allen die Seele irgendwie wieder retten. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Sehr wahrscheinlich verschwindet er dann auch. Hallo? Okay. Ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Ob ich jetzt wieder im Kreis renne. Was ist das für ein seltsames Geräusch? Ups. Weg hier. Nicht gut. Kommt der hier lang? Scheint ja systematisch irgendwo lang zu rennen. Aber hier scheint er nicht weitergegangen zu sein. Ist das da hinten ein Kopf? Ne, das ist ein Stein. Okay, hier ist er jetzt schon mal nicht mehr. Er scheint sich immer wieder irgendwo anders hinzuseppen. Hier ist wieder einer. Oder ist das einer, den ich vorhin schon hatte? Ne, hier war ich noch nicht, oder? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Okay, wo sind wir jetzt? Wir sind da. Sind wir denn schon hier reingegangen?
müssen hier lang. Dunkel, dunkel. Oh. Oh, oh, oh. Ich glaube, das ist der große Raum. Da ist jemand. Können wir den untersuchen? Den können wir untersuchen. Damit haben wir jetzt 4 Stück, glaube ich, gefunden. Oh, da oben ist irgendwas. Geht irgendwo da hoch. Was haben wir denn hier? Okay, sind die beiden Symbole da oben wichtig? Die male ich mir mal kurz auf in meinem Notizblock. So, das sieht dann etwa so aus. Und das ist ein M. Okay. Er ist nicht tot, der ewig liegt. Der Gott der Urzeiten hat die Zeit besiegt. Lasst öffnen uns das alte Tor und schleifen, während des Wächters Blicke in die Ferne schweifen. Ruft unseren Gott, den einzig wahren. Er, der nicht sollte sein, trägt einen Namen. Oh. Der Name werden diese Buchstaben sein. Was ist denn das erste? Ist das ein U? Könnte ein U sein, ne? Und das letzte ist ein M. Könnte aber auch ein L sein. Hm. Blöde Runenschrift. Kann man so schlecht erkennen. Hier geht's irgendwo hoch. Hier geht's nicht weiter. Gehen wir mal nach oben. Ah, das sind die 4 Leichen, die ich gefunden habe. Kann das sein? Ich vermute es. Seltsame Symbole. Fühlen. Können wir was mit euch machen? Die greift mich auf jeden Fall nicht an. Und die stehen auf irgendwelchen Symbolen. Zweimal Z. Einmal so ein komisches Kreuzdolch oder sowas. Das ist ja. Ah, das hier ist auch das Symbol, was wir als erstes eben aufgezeichnet haben. Okay. Was können wir hier machen? Fühlen. Ah. Tor bedienen. Wir brauchen bestimmte Symbole. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Scheiße, ich muss vielleicht noch mehr finden. Woher weiß ich denn, welche Reihenfolge? Das ist ja lustig. Okay, wir gehen erstmal hier raus. Das muss ja irgendeinen Sinn haben. Warte, wie viel waren das? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Wir haben 4 Stück und haben 2 Stück auf dem Zettel, nämlich das erste und das letzte Symbol. Frage ist, welche Reihenfolge sind die? Sind das hier mehrere Spalten? Eine Spalte? Das ist ja wahrscheinlich die unterste. Könnte das sein, dass das die unterste Reihe ist? Zweite Reihe, dritte Reihe, vierte Reihe. Ah, hier überkreuzt sich die vierte Reihe. Das ist aber doof. Also erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und das ist die sechste, oder wie? Ja, wie stehst du? Dann wärst du die 2, du die 3, du die 4 und du die 5. Okay, wir gehen hin und machen erstmal den ersten. Das ist ja wohl der unterste, der erste, oder? Oder ist das der letzte? Da müsste der letzte ja dieses komische M sein. Da, genau der da. Geh zurück. Und der oberste müsste dieses komische Symbol sein. Was so wie, ja, hier wie so eine Art U, ne? Das ist das, würde ich sagen. Checken aber nochmal gerade durch, nicht, dass da ein anderes gibt. Ja, über ein U. Okay,
das haben wir schon mal. Jetzt muss ich wissen. Das erste ist ein Z. Schreib es gerade mal auf. Nummer 2 ist also ein Z, wenn das richtig ist. Da schreibe ich mal Dolch hin. Dann weiß ich in etwa, was das ist. So ein Krummdolch mit einem Kreuzgriff. Da ist wieder das vom Anfang, das Symbol. Dann mache ich Pfeil rüber. Ich weiß, dass das ist. Und dann haben wir wieder Z. Okay, Stunde der Wahrheit. Oder ich muss mehr finden. Des Götters Namen. Da müsste das jetzt Z sein. Und da müsste das Symbol kommen, das ganz oben ist. Das hier. Da müsste dieser Dolch kommen. Ist der? Axt? Nein. Das hier ist das, glaube ich, ne? Ja, sieht hier nicht wie ein Dolch aus. Und das müsste wieder Z sein. Halt, da war doch Z. Das ist doch Z, oder? Verlassen. Scheint falsch zu sein. Scheint falsch zu sein. Ist das ein anderes Z als dieses Z? Nee. Könnte es genau umgekehrt herum sein? Das könnte sein. Genau umgekehrt. Habe ich jetzt richtig gemacht? Oder das ist nicht der Dolch? Ist das vielleicht der Dolch? Mal testen. Wieso ist das so schummrig hier? Gefällt mir aber schon wieder sehr gut, die Rätsel. Das ist alles so mystmäßig. Es gibt nichts anderes. Das muss der Dolch sein. Problem ist, dass wir es jetzt genau umgekehrt machen. Das heißt also, das hier nach oben und umgekehrt. Die Zs bleiben ja gleich. Das heißt, wir werden jetzt hier das M hinsetzen. Und hier unten setzen wir dieses komische U oder was das da ist rein. Genau. Zs bleiben gleich und die beiden müssen vertauscht werden. Das heißt, den dahin und hier diesen krummen. Den da. Okay, das ist wohl nicht richtig. Könnte es... Okay, wir suchen mal weiter. Wir müssen irgendwo noch... Noch vielleicht zwei Leichen sein. Obwohl ich dachte, dass das der Name ist, der oben steht. Er ist nicht tot, der ewig liegt. Der Gott der Urzeiten hat die Zeit besiegt. Lasst öffnen uns das alte Tor und schleifen, während des Wächters Blicke in die Ferne schweifen. Ruft unser Gott, den einzig wahren, er, der nicht sollte sein, trägt einen Namen. Ja, der Name ist weg und wir sehen, dass der letzte Buchstabe dieses M ist. Dass der erste Buchstabe dieses komische U ist. Bin ich doch auch einmal drumherum gerannt. Da dürfte eigentlich nichts mehr sein. Okay. Gehen wir nochmal weiter. Vielleicht finden wir doch noch irgendwo eine. Aber ich glaube, wir haben alle Gänge abgeklappert. Sei denn, ich habe irgendeinen Fehler in meiner Orientierung. Ich glaube, wir haben alle. Wir sind jetzt vor rechts gekommen. Können wir nochmal hier reinrennen, um die Ecke.
Weg hier, weg hier. Da ist er weg, der Mistkerl. Wo kam das? Das kann nicht sein, hier haben wir alles gemacht. Doch, hier ist wieder einer. Tatsache, ich habe schon wieder einen neuen gefunden, das heißt, ich muss noch einen finden. Ich muss irgendwo noch ein Sechster sein. Das heißt, die ersten beiden Buchstaben, also der erste und der letzte Buchstabe, der da war, sind Fehlhinweise gewesen. Anscheinend. Das heißt, irgendwo muss noch eine Leiche sein. Wo war ich noch nicht? Ich glaube, ich war ganz am Anfang nicht. Kann das sein? Ganz am Anfang rechts. Da bin ich links gegangen. Frage ist, wie komme ich da am besten wieder hin? Ja, da hinten ist er. Renn weg. Scheint nicht hier lang zu wollen. Da hinten geht er. Problem ist, ich brauche das Teil zur Orientierung. Los, zapp dich weg. Oh, shit! Ah, du Mistsack, und du hast mich erschreckt. Der hat doch in die andere Richtung geguckt. Dieser blöde Arsch. Sag nicht, dass ich die alle wieder neu finden muss. Also, wir gehen jetzt am Anfang direkt rechts. Aber das dürfte eigentlich auch nicht sein. Hm. Weg hier. Da ist er schon. Ja, mit so simplen Mitteln, ne? Aber ich würde sagen, ich suche mal weiter, bis ich den letzten habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis demnächst. Tschüss.